Herzlich willkommen zum ganzheitlichen Tierarzt-Podcast. Was passiert hinter den Kulissen? Was bewegt Tierärzte und Tierbesitzer? Und natürlich Real Talk. Und hier der zweite Teil des Podcast-Gesprächs mit meiner lieben Frau Yvonne. Genau. Die Menschen haben die blöde Angewohnheit, dass sie aus allem irgendwie zwei Seiten bauen. Ja? Und das ist etwas, was uns sehr bei sind. Da ist halt ganz, ganz, ganz viel Menschlichkeit dabei und ganz viel Unmenschlichkeit mit dabei. Und darüber hinwegzukommen, ist halt sehr, sehr, sehr viel Wissen notwendig oder von gutem Vorteil, sage ich mal, in der Richtung. Und es ist ganz, ganz, ganz wichtig zu sagen, okay, ich halte mich auf dem Laufenden, ich bin dabei und ich darf mir ganz vielen Dingen bewusst sein. Und das ist die Aufgabe von uns allen. So. Gerade eben habe ich mal kurz so gewunken, da war ein sehr, sehr netter Belgier, der Angst hatte, dass hier das Bild läuft. Und ich habe gesagt, nee, ich filme nur uns, also darum ist er extra stehen geblieben, ich habe gesagt, kann weiterlaufen. Also sehr, sehr freundlich hier die Leute. Ja, aber es ist wie ich immer die Sache, was machst du draus? Machst du auch aus deinem Leben eine Meisterleistung? Bildest du dich fort? Bist du damit zufrieden zu sagen, ich habe meine 2.000, 3.000 Euro Einkommen, ich fahre einmal nie mehr an Urlaub? Oder willst du einfach mehr im Leben erleben? Willst du einfach mehr reisen? Möchtest du was von der Welt sehen? Und für uns war einfach der Punkt zu sagen, ja, so schlecht verdienen wir als Ärzte gar nicht, aber wir kommen aus unserem Hamsterrad gar nicht raus. Es ist jeden Tag das Gleiche, auch wenn wir uns fortbilden. Aber wir möchten einfach wesentlich mehr erleben. Wir möchten einfach noch mehr draus machen, nicht einfach nur für unseren Job den ganzen Tag rennen. Also wirklich dieses klassische Raus aus dem Hamsterrad. Und deshalb gehen wir so viel auf Fortbildung und nehmen natürlich auch unsere Kids immer mit, dass die frühzeitig schon eine ganz andere Perspektive bekommen und einfach ganz andere Wege einschlagen können. Ja, insbesondere für die Kinder, die ja in einer ganz anderen Welt aufwachsen als wir. Die Kids von heute, wir sind ja noch keine Digital Natives, aber unsere Kinder sind Digital Natives. Und wir tun das immer so ein bisschen humoresk ab, ja, von wegen, ja, wir sind halt noch mit der Dampfmaschine aufgewachsen und die halt nicht. Allerdings dürfen wir uns da sehr, sehr, sehr bewusst sein mittlerweile, weil deren Hirnchemie, die läuft einfach anders ab. Die läuft einfach viel zu kurz ab mittlerweile. Die können zwar verschiedene Sachverhalte viel, viel schneller erfassen bzw. aussortieren. Allerdings ist das immer ein zweischneidiges Schwert, weil wenn die durch die Gegend scrollen, die können das gar nicht erfassen. Das muss, also so schnell wie die scrollen, ist es ja noch nicht mal in der Seerinde angekommen. Da sind die ja schon weiter. Also müssen die das retrospektiv irgendwie nacharbeiten. Und da kommt halt eine ganz andere Information wahrscheinlich rüber, als die eigentlich gemeint worden ist. Und Transferleistungen beziehungsweise das Denken von einem aufs andere übertragen, das ist bei uns dann zumindest mal ein bisschen eingeschränkt, sage ich jetzt mal so. Dafür sind die natürlich von der Auffassungsgabe, was digitale Sachen sind, ganz anders. Wir sind sehr haptisch, wir möchten Sachen anfassen. Das ist ja auch die normale menschliche Art und Weise zu lernen. Und die machen das nicht mehr. Die sind nur noch am Gucken. Das ist nicht haptisch, das kann man nicht anfassen, das kann man nicht fühlen, das kann man nicht riechen, das kann man nur sehen. Und dadurch sind die eingeschränkt im Verstehen und im Transferieren. Und wohin die Reise in der Beziehung geht, das wird sehr interessant werden, weil wir merken ja immer mehr, dass da Defizite auftauchen, die wir nicht gehabt haben. Und auf der anderen Seite sind ganz viele Chancen noch dabei, weil wie im Mittelalter zu unterrichten ist natürlich auch nichts. Aber es gibt halt mittlerweile schon Länder und Schulen, die verbieten iPads, dass die Kids mehr schreiben wieder, weil alles, was durch den Kopf in die Hand gegangen ist, das ist halt durch verschiedene Modalitäten gelaufen. Schreib's auf. Wer schreibt, der bleibt. Wer schreibt, der bleibt. Genau. Und das ist für unsere Kids halt eine ganz andere Challenge, die auch für uns eine Challenge ist, weil wir sie nicht verstehen und die verstehen uns nicht mehr. Und die glauben uns ja also noch nicht mal, dass wir erst mit 30 ein Handy bekommen haben. Und ich erinnere mich noch an Zeiten in Berlin, das ist noch gar nicht so lange her, wir waren in Berlin von 95 bis 2002. Da hatten wir noch ein 56K-Modem, also das Ding, was so gerödelt hat. Wenn unsere Kinder dann sagen, ja wie? Und es gab kein Internet vorher. Es gab noch nicht mehr eine Flatline, Flatrate oder was auch immer. Weißt du, wir haben uns ja kennengelernt, ich habe in Ostfriesland gewohnt und du unten in Ettlingen bei Karlsruhe.
Und ich weiß, ich habe einmal eine 150 Mark waren es noch, eine 150 Mark Telefonrechnung produziert, worauf meine Eltern komplett ausgerastet sind. Und heutzutage hast du für 40, 50 Euro eine komplette Flatrate für Internet und Telefon. Das gab es ja damals nicht. Nee, das gab es nicht. Nein, aber das darf auch nicht so sein, dass das auch so... Ja. Weil die Zeit ist halt auch einfach fortgeschritten. Wenn wir haben es ja jetzt gemerkt, weil wir hatten kein Internet. Es geht ja alles darüber, ob du jetzt irgendwas abmelden willst oder ob du irgendwas nachschauen willst oder hochladen willst oder was auch immer. Also wir sind ja gerade umgezogen. Das heißt, wir sind in der alten Wohnung alles abgeklemmt. Da hatte ich dann, was vielleicht die Dinger heißen, so UFOs, ein Hausnetzwerk, so abgeklemmt. Und so steht, okay, jetzt Fritzbox hängt noch. Ja, aber stimmt, die Fritzbox, über die läuft ja unser Internet gar nicht mehr. Die verteilt es zwar, aber die Passwörter sind was ganz anderes. Also dort schon zwei Tage kein Internet mehr. In der neuen Wohnung Internet zwar angemeldet, aber es läuft noch nicht. So. Und dann hatten wir generell in der Pfalz oder in der ganzen Südpfalz zwei Tage kompletten Internetausfall. Das heißt, in der Praxis kein Internet, zu Hause kein Internet. In der Praxis ging gar nichts. Ich bin froh, dass ich meine Praxissoftware noch offline habe. Es gibt auch da immer mehr Programme, die nur online sind als Remote-Programme. Ja, wir konnten aber zum Beispiel keine EC-Karten oder Kreditkarten abrechnen, weil das Internet nicht ging. Mein Laborgerät, das ist auch, was du vorhin gesagt hast, auch wieder neue Technologie. Ich habe ein Mikroskop, was mit einer KI im Internet arbeitet und das scannt Kotproben durch nach Parasiten. Das kann aber auch Gewebsproben zur Histologie scannen, aber auch Urinproben. Aber das ist jetzt im Internet. Das heißt, wir konnten es nicht ansteuern, nicht verwenden, gar nichts. Und da sieht man, wie katastrophal es ist, wenn das Internet ausfällt. Ja. Also wenn da doch mal irgendwas in der Richtung passieren sollte, so Cyber-Großangriffe, es reicht ja eigentlich nur, jetzt sind wir zu ein bisschen ein sehr anderes Thema gekommen, aber es reicht ja eigentlich nur ein paar Stunden Stromausfall, was ja nicht selten ist in letzter Zeit, um einiges lahmzulegen. Was medizinische Seite natürlich angeht, gibt es da natürlich Backups, aber das hält halt auch nicht ewig. Und bei dem Stromverbrauch, den wir halt natürlich auch haben, insbesondere im Medizinsystem, das haben wir ja auch öfters bei uns in der Praxis gehabt, dass wenn das Internet nicht geht oder Strom nicht ging, da kannst du gar nichts mehr machen. Du kannst kein Rezept mehr machen, du kannst nichts machen. Ja? Und du kannst einen Patienten noch ausfallen, du kannst auf ein Papier schreiben, du kannst den Patienten noch anfassen. Ja? Back to the ganz roots. Aber alles, was in der Systemproblematik drin ist, Rezepte und so weiter, das ging halt alles nicht mehr. Und das geht prinzipiell einfach auch gar nicht mehr. Ist der Strom weg, ist echt ein Problem. Aber da schließt sich wunderbar der Kreis zu Beginn. Warum Fortbildung? Weil wir weiterhin unser Wissen investieren. Und Wissen ist einfach eine neue Währung. Also wenn jetzt wirklich... Absoluter Worst Case. Vielleicht die von euch die Serie Walking Dead gesehen haben. Der, ich vergesse den Namen immer, so ein älterer Herr am Anfang in den ersten drei Staffeln. Ich will nicht spoilern, aber der ist später nicht mehr dabei. Und der ist Tierarzt und der operiert die Schusswunden. Das heißt, ich verfüge über das medizinische Wissen, dass ich mich auch in die menschliche Anatomie, wenn ich ein Buch habe, einlesen könnte und ich könnte auch Menschen operieren. Wäre überhaupt kein Problem. Dafür brauchst du aber Buch. Dafür brauchst du noch ein Buch, genau. Ja. So. Aber ich könnte mich auch einfummeln, weil die Anatomie ist recht ähnlich. Ist ähnlich, so. Aber wenn alle sich nur noch darauf verlassen, es im Internet nachzugucken, wie man Lebensmittel haltbar macht, wie man Patienten behandelt oder ähnliches, wie man Krankheiten rausfindet und quasi Dr. Google oder welche Medizinprogramme fragt, das funktioniert nicht. Deshalb investiert in euer Wissen, das, was ihr könnt, eure Skills, eure Fähigkeiten, sei es, ihr könnt angeln, ihr könnt jagen, ihr könnt Lebensmittel anbauen, ihr könnt Lebensmittel haltbar machen, ihr könnt backen, ihr könnt kochen, all das sind einfach Dinge und Fähigkeiten, die euch keiner nehmen kann, die erst recht wichtig werden, wenn mal ein Tag der Strom weg ist. So, ja, wir haben es jetzt gerade mit den Sonneneruptionen gemerkt, das dauert dann zwei Tage mal das Internet länger weg. Und es kann immer mal was passieren, auch sei es nur zu Hause mal zwei Tage kein Strom. Und dann kommt es halt auf ganz andere Fähigkeiten an. Und Gott bewahre, dass hier mal komplett der Strom ausfällt, aber gerade im Medizinbereich, du hast es gerade gesagt, was machen denn manchmal Ärzte und auch andere Fachbereiche ohne Internet? Und da kommt es darauf an, wie viel hast du in dein Wissen, in deinen Kopf investiert, ohne dass du das irgendwo online oder digital nachschlagen musst. Deshalb geht auf Fortbildung, investiert in euch selbst und packt die Dinge einfach an und seid es euch selber wert. Genau. Und allen voran ist Ruhe bewahren, weil in der Angst oder in der Hektik kommt nichts zustande. Da kommt nur Mist bei raus. Und daher immer Ruhe bewahren, weil ihr könnt manche Sachen einfach nicht ändern. Und in diesem Sinne, viele Grüße aus Antwerpen, lasst euch gut gehen. Und wir sehen und hören uns. Wir sehen uns. Ciao.
Herzlichen Dank, dass du bis jetzt dabei warst. Abonniere gleich den Podcast, damit du nichts mehr verpasst. Und danke dir für eine positive Bewertung hier bei iTunes. Weitere Infos, Einladungen zu Seminaren, Checklisten und vieles mehr findest du in den Shownotes. Und auf den nächsten Podcast musst du gar nicht lange warten, denn morgen geht's direkt weiter hier mit Henning Wilz.